So, wenn wir diese Probleme von Garantien mal außen vor lassen oder annehmen, die Akteure können sie irgendwie lösen, dann haben wir erstmal folgende Ergebnisse. Der H-Lieferant, also der, der viel Sorgfalt reinsteckt, kann es sich leisten, eine Garantie zu geben und zu einem Preis von 85 zu verkaufen. Der L-Lieferant, der, der also wenig Sorgfalt reinsteckt, würde mit Garantie bei diesem Preis Verluste machen. Und wir sind uns aber jetzt noch nicht 100% sicher, ob der L-Lieferant wirklich ganz aus dem Markt ausscheidet, denn er könnte ja versuchen, seine Ware ohne Garantie zu einem Preis von 70 zu verkaufen. Lohnt sich das? Es lohnt sich nur, wenn es auch eine Nachfrage dafür gibt. In anderen Worten, sind die Konsumenten bereit, die Ware für 70 zu kaufen, die, mit, die zu 20% Wahrscheinlichkeit nicht in Ordnung ist. Was ist die Alternative für die Konsumenten? Die Alternative ist, die Ware mit Garantie zum hohen Preis zu kaufen. Warum? Naja, die Zahlungsbereitschaft, ihre Zahlungsbereitschaft ist ja hoch genug. Ne? Deswegen ist die Alternative nicht gar nichts zu kaufen, sondern nur die, das Teure zu kaufen. Dann können wir folgende Rechnung aufstellen. Die Zahlungsbereitschaft für das riskante Gut ist 80% der Zahlungsbereitschaft für das garantierte teure Gut, denn mit einer Wahrscheinlichkeit von 20% wird das nicht garantierte Gut ja schlecht sein. Macht 68. 68 ist also die Zahlungsbereitschaft für das billige, schlechte Gut. 68 ist allerdings niedriger als 70, das heißt, der schlechte Lieferant kann nicht zu einem kostendeckenden Preis anbieten. Somit wird der schlechte Anbieter tatsächlich ganz vom Markt verdrängt. In diesem Zahlenbeispiel. Und die Fallalternative, die wir vorhin kurz noch, die wir jetzt noch uns überlegen könnten, wäre, dass QH nur 85% ist, dass also die guten Waren gar nicht so viel besser sind. Damit hätten wir höhere Kosten pro erfolgreichen Verkauf, nämlich in Höhe von 94,11. Daraus ergibt sich folgende Gewinntabelle und wir sehen sofort, dass der Hersteller hoher Qualität den Hersteller niedriger Qualität nicht mehr unterbieten kann. Und somit klappt das, der Mechanismus dann nicht mehr so gut. Und genauso gut würde der Mechanismus nicht funktionieren, wenn hier statt 68 irgendwas drüber rauskommen würde. Ne? Oder wenn die Kosten der Herstellung für das billige, für das schlechte Gut noch niedriger wären als das hier, dann auch dann würde es nicht funktionieren. Okay, aber wir haben jetzt ein paar Fälle uns angeschaut, in denen Garantien als Signalwirkung mit Signalwirkung agieren können. Was ist mit der dritten Sorte von Konsumgütern, den sogenannten Glaubens- oder Vertrauensgütern? Sie erinnern sich, dabei handelt es sich um Güter, bei denen wir nachträglich gar nicht die Qualität der Ware oder Leistung beobachten können. Das heißt, hier können weder Reputation noch Gewährleistung oder Garantie greifen, weil die Qualität ja nicht beobachtbar ist. Und die einzige Lösung außerhalb irgendwelcher staatlichen Regulierungen ist hier die glaubhafte Signalisierung, dass man zu geringen Produktionskosten hohe Qualität liefern kann. Ein Beispiel hierfür wäre, wenn der Zahnarzt, bei dem wir ja vorhin gesagt hatten, dass wir die Qualität nicht einschätzen können, wenn der Zahnarzt ein Diplom von Harvard an der Wand hängen hat oder ganz viele Diplome von oder Weiterbildungszertifikate von namhaften Universitäten. Wie funktioniert hier die Argumentation? Wenn jemand gut ausgebildet ist, kann er eher mit wenig Aufwand hohe Qualität liefern, also billig, hohe Qualität. Wird es also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich tun, hohe Qualität liefern, als jemand, für den es nicht so billig ist, das zu tun. Und deswegen kann jemand, der gut ausgebildet ist, eher glaubhaft machen, dass er wirklich zu geringer Qualität, hohe Qualität, zu geringem Preis hohe Qualität liefern würde. Okay, das ist der einzige Weg, der hier außerhalb von staatlichen Garantien funktionieren würde. Damit sind wir schon am Ende für diese Sitzung. Was haben wir behandelt? Wir sind immer noch im Kapitel ökonomische Analyse von Vertragsrecht gewesen. Wir haben uns ökonomische Funktionen von Gewährleistung und Garantien angeschaut, aus Vertragssicht. Wir haben unterschieden zwischen Such-, Erfahrungs- und Glaubensgütern. Und in der nächsten Sitzung schauen wir uns an Informationsasymmetrien und Aufklärungspflichten vor Vertragsschluss. Wie immer gilt, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen zum Inhalt von Vorlesungen oder Übungen haben, öffnen Sie einfach einen neuen Diskussionsfaden im Moodle-Forum und lassen es mich wissen. Danke und auf Wiedersehen.